Hallo Leute, ja, wie wir sehen, hier sind jetzt die Züge mitten im Weg. Ich habe letztes Mal ja versucht, das zu entsperren, hat aber irgendwie nicht so gut funktioniert, ne? Ich glaube, wir müssen mal hier eine Weiche rüber machen, damit er wegfahren kann. Und ich mache auch ein Signal und dass mir nicht noch gleich einer wieder in die Parade fährt, oder? Machen wir so. Ah, der fährt mir selber in eine Parade, alles klar. Jetzt fährt der auch noch weiter bis dahin. Na super, das hat ja gut geklappt. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix, ne? So, das heißt, wir müssen jetzt hier schauen, dass wir da rüberkommen. Oh, da kommt schon der nächste, Alter, ey. Aber wie kriege ich die denn jetzt bewegt? Der fährt ja jetzt hoffentlich nicht hier vor, ne? Ne, macht er nicht. So, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt fährt der durch den durch. Das war jetzt krass, oder? Interessante Spielmechanik, muss ich sagen. Interessante Spielmechanik. Das schnell ausmachen, den anmachen und den wenden. Jetzt muss der wegfahren. Dann fährt er hier rüber, oder? Warte auf freien Weg. Okay, weil da rechts jetzt einer kommt, glaube ich. Signal Lightscore 9, okay. Ich hoffe, der fährt jetzt. Nein, er fährt nicht, weil da hinten wieder einer kommt. Alter. Aber der fährt, glaube ich, hier rüber, ne? Glück gehabt. Und jetzt müsste der aber fahren, wenn er weg ist, ne? Ja, zum Glück. Und jetzt lass bitte gleich den hier auch noch fahren. Wie weit muss der weg sein? Da muss ja irgendwo gleich ein Signal sein und dann fährt der doch hoffentlich, ne? Ja. Okay, ich glaube, das Problem haben wir gelöst. Ich habe das Intro noch nicht gespielt, machen wir jetzt. So, jetzt haben wir den Knoten weg. Jetzt müssen wir nur weiter gucken, ne? Das hat natürlich jetzt gedauert, ne? Kann das sein, dass das Werk hier größer geworden ist? Auf jeden Fall ist das größer geworden, ne? Aber da kommen jetzt hier keine Dingens an, keine Kohle. Wer liefert denn hier alles so an? Linie 18, wer ist das? Ah, das ist die Kohle, Linie 18. Da sind drei Fahrzeuge drauf, oder? Also, warte mal, das war doch jetzt nicht das, oder? Das ist Linie 10. Ich müsste jetzt mal die Linien sehen. Und Linie 10 ist welche? Ist hier lang, okay. Aber da gibt es noch eine zweite, von hier aus, ne? Das ist Linie 18, okay. Linie 10 und Linie 18 müssen wir neu bedienen. Aber warte mal, wir haben doch hier oben noch LKWs über, ne? Klar haben wir hier noch LKWs über. Die stehen doch jetzt alle hier Schlange. Linie 25. Linie 25. Linie verwalten. Ne, Fahrzeuge verwalten. 1, 2, 3, 4. Das sind 8 Fahrzeuge. Gut. Linie 10 kriegt er erstmal. Dann sind die schon mal weg. Und das andere war Linie 18, ne? So, dann sind die alle weg. Jetzt fahren die, ne? Ja. Das bedeutet, das kann gleich abgerissen werden, genauso wie das, weil das brauchen wir ja nicht mehr. Linie 2 ist auch durch. Linie 2, Linie 2. Aber Linie 2 ist das gar nicht. Wieso steht hier 2? Ach so, weil der von Linie 2 dreht da, oder was? Linie 25, okay, Halt 2. Linie 25. Linie verwalten muss man machen, ne? Und dann Linie löschen. Aber wo alles
Alle entfernen. Ja. Ist Linie 25 dann gelöscht? Nee, ne? Nee, das ist. Ach, hier geht's, wa, oder? Jetzt ist Linie 25 weg. Sehr gut. Gut, und das bedeutet auch gleichzeitig, dass der auch weg kann. Fahr du mal weg, damit ich das abreißen kann. So. Ja, weg. Und da hinten auch. Brauchen wir nicht mehr. Sehr gut. Bagger wieder aus, sonst reiße ich irgendwas nachher ab oder so. Das sieht alles gut aus jetzt. Ja, weiß jetzt auch nicht, was wir hier noch rausmachen, aber das ist ja erstmal nicht so wichtig, glaube ich, oder? Was ist das jetzt hier für ein Signal? Ah, ist weg, okay. Das war wahrscheinlich noch die Übergangszeit. So, das heißt, wir kriegen jetzt hier auch mehr Kohle angeliefert, wahrscheinlich durch die LKWs. Jetzt müssten wir mal gucken, hier veraltet und sowas, ne? 8,6 Millionen, wow. Okay, jetzt haben wir hier so ein Fahrzeug auf Linie 10. Die sind alle sehr schlecht und die habe ich gerade, glaube, dahin geschickt, oder? Fahrzeuge verwalten, alle. Ersetze gewählte Fahrzeuge. Aber das ist ja jetzt, glaube ich, nicht schlimm, wenn ich den nehme. Einfach aus dem Grunde, weil die neueren würden zwar auch ersetzt werden, aber das würden wir auch viel Geld wiederkriegen, oder? Die transportieren doch alle Kohle, ne? Ja, das heißt, der kann auch so sein. Und 2,25 Millionen und alles ist gut. So, jetzt fahren da die neuesten LKWs und bringen die Kohle hin. Kommt da schon einer mit Kohle? Ja. Das heißt, hier geht es jetzt weiter. Ja. Wird produziert. Transport ist 59%. Okay, das ist jetzt nicht berauschend, aber erstmal über die Hälfte. Und Level sehen wir hier. Okay. Gut, funktioniert erstmal, oder? Hier muss mal einer was abholen, ne? 175 für Linie 26. Wer ist denn das? Welcher Zug ist denn da? Ach so, das sind die Züge, die jetzt hier anliefern, okay? Kann der auch nicht wegbringen. Aber hier ist jetzt der da. Neuendorf mit 60 km/h. Ist ja jetzt nicht so berauschend. Können wir da was tun? Aber wir haben gerade Geld rausgeschmissen, ne? Ersetze gewähltes Fahrzeug. Wir hatten ja letztes Mal diese geile Diesel-Lok, ne? Hinzufügen. Und dann brauchen wir hier diesen großen Rungenwagen. Was kann der? 48. Der kann jetzt 52. Und kostet uns 8,2 Millionen. Wow. Der würde aber definitiv eine ganze Ecke schneller fahren, was uns sehr viel bringt. Wenn ich den jetzt wegreiße, sind es nur 39. Nee, das will ich nicht. Dann könnte ich mir tatsächlich auch noch nicht leisten. Also müssen wir warten, bis die Kohle da ist, damit wir den dann kaufen können. Okay. Km/h fährt er dann. 8,2 Millionen. Wir haben 7. Ja, es dauert noch eine Weile, aber vielleicht kommt jetzt mal ein großer Batzen rein. Okay, das waren 300.000 oder sowas. Da waren nochmal 200.000, aber der hält ja auch gerade mit dem Ding jetzt an. Vielleicht ist es das, was uns dann weiterhilft. Genau so ist es. Geil. Und jetzt fährst du in der neuen Form lang. Und bringst uns noch schneller noch mehr Geld ein, oder? So, jetzt sind wir aber gerade miese. Das ist nicht so gut. Aber das wird bestimmt werden. So, Fahrzeuge aufrufen. Alter, 53 Jahre. Jetzt haben wir immer hier noch so alte Karren rumfahren. Das Ganze auf Linie 18. Linie verwalten. Nee, Fahrzeuge verwalten. Die sind alle schlecht. Wenn ich die jetzt alle austausche. Auch Kohle, ne? Also auch der. Boah, 3,3 Millionen müssen wir da ausgeben. Die haben wir nicht. Wir haben gerade 500.000. Ist jetzt nicht so viel, ne? Ja,
Wenn ich die schlechten erst noch drauf lasse, ne? Dann müssen wir noch 2 Millionen machen. Die haben wir auch noch nicht. Was ist denn das hier für ein Wagen? Isuzu. Pritschen-LKW. Kapazität 55. Wow. Tank-LKW, Pritschen-LKW. Der kann auch Kohle fahren. Alter, und der? Kostet 500.000. Der? Wie viel lädt der? Kapazität 21. Kapazität 14. Das sind zwei Drittel. 170. Ja, pff, macht nichts. Kannst auch den kaufen vom Geld her, ne? Der ist kleiner und fährt schneller. Ne, fährt er schneller? 80. Fährt der und der fährt? Auch 80, also egal. Nur hier sind die, also 340, das ist 2x 170. Und das ist 3x 170. Also vom Geld her ist es gleich. Jetzt wäre hier noch zu überlegen, die Betriebskosten. 56, das wäre 28. 76, 84, wie ist Betriebskosten hier? 85, kommt ungefähr aufs Gleiche alles raus, also macht keinen Sinn. Ist nicht so entscheidend. So, das heißt, den hatten wir ausgewählt und die 2 Millionen haben wir aber noch nicht zusammen. Wir sind eiern immer noch bei der halben Million rum. Gut, da müssen wir an Linie 18 aber immer noch ran, ne? Wie viel ist denn hier jetzt los? Mann, Alter, da sind zwei, ach ja, jetzt kommt er aber. Jetzt holt er erstmal schnell was hier ab. Und der ist ja der Dieselzug, das heißt, der fährt ja auch jetzt schneller, ne? Kleester ist gegründet. Wo sind die? Oh, shit. Aber Kleester, den Ort kenne ich gar nicht, ne? So, der fährt jetzt mit 120 km/h, hoffe ich, lang, oder? Er ist gleich zu schwer, weil er so viel Eisen da drauf hat, ne? Das kann natürlich sein, ne? So, gerade Strecke, jetzt beschleunigt er. Fährt hoffentlich schnell durch den Bahnhof durch und bremst da drinnen nicht ab. So, der andere fuhr 60, das heißt, dieser ist schon mal 10 km/h jetzt schneller unterwegs. 80, 20 km/h schneller unterwegs. Ja, 30, aber puh, okay, er braucht lange, weil er keine PS erwartet, wahrscheinlich. Aber er kriegt schon die Geschwindigkeit wahrscheinlich auch drauf. Wir haben ja eine schöne lange Strecke, wo das vielleicht geht, ne? 106, 107, 108, ja. Wenn er Endgeschwindigkeit erreicht hat, wird er langsam, weil er abbiegen muss. Wetten? Ah, ne, das ist... So, jetzt hat er die 120, ist da. Und jetzt hier muss er gleich abbiegen, oder? Dann wird er langsamer. Denke ich. Wissen tue ich es auch noch nicht. Ja, er wird langsamer, weil er abbiegen muss. Okay. Aber mit 45 fährt er durch die Kurve. War jetzt nicht so berauschend, ne? Ja, es geht aber. 700.000 plus. Jetzt fährt er wieder schneller, ne? Ich will hoffen, dass er da hier voller Geschwindigkeit wieder erreicht, aber ich glaube nicht. Okay, ist erstmal gut. So, jetzt müssten wir mal ein bisschen schauen. Stationsstatistik, genau. Cargo. Leitzko Nebengleis, schlecht. Warte mal, wir sind nicht oben. Sehr schlechte Überlastung am Bahnhof. Möckern. In Möckern stehen sie auf der Straße und warten abgeholt zu werden. Sonst steht aber auch. Okay, dann lass uns Möckern gerade nochmal aufrufen. Linie 14 aufrufen und dann sind da drei Fahrzeuge drauf, die wahrscheinlich outdated sind, ne? Oh ne, noch nicht mal, sind sogar gut und mittelmäßig. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das so schlecht läuft. Oh, da gibt es einen neuen Bus, einen MAN, 80 km/h. Wie schnell fährt denn der hier in Möckern? Wie schnell sind die? 70, dann fährt der 80 da rum. Oh, da gibt es die schöne BR 101 oder was war das? Okay, das bedeutet, auf Möckern müssen definitiv noch Dingens drauf. Fahrzeuge. Passagiere. Und da
Da ist jetzt der neue MAN hier. Aber die dürfen doch sowieso nur 50 fahren, oder? Aber dann fährt er schnell dahin wenigstens. Komm, den kaufen wir. Oh, welche Linie war Möckern? Das weiß ich nicht. Wo ist Möckern? Möckern muss hier sein. Okay, das ist rot und das ist blau. Blau ist es. Jetzt müsste ich nur blau wissen, welche blau. Welches blau, ne? Linie 14. Jetzt ist er auf Linie 14. Der kann 16 nehmen und der konnte 14. Okay, dann ist er auch ein bisschen größer. Ich könnte noch einkaufen. Ach, wir haben 3,1 Millionen mittlerweile. Wow. Komm, kauf den nochmal und setz den auch noch auf Linie 14. Ja, machen wir so. Habe ich den gekauft? Ja. So, was war jetzt mit... Wir wollen jetzt gucken, dass wir alte Fahrzeuge rauskriegen. Linie 18. Fahrzeuge verwalten. Alle. Alle erneuern. Alle Cargo. Alle fahren das hier. Und wir hatten den rausgefunden. Und wir brauchen 3,3 Millionen. Oh, 1,6 jetzt nur. Wo ist die Kohle geblieben? Ja, das waren 2 Millionen. Wenn ich die schlechten rausnehme, bringen wir ja auch nicht weiter, oder? Geht aber eine Ecke schneller, würde ich sagen, oder? Und der fährt wie schnell? 40 km/h und der fährt wie schnell? 60 km/h. Na, das ist schon ein Unterschied. Dann warten wir, bis die Kohle da ist. Aber mit 1,3 Millionen klappt das gerade nicht. 1,6. Jetzt muss man einen dicker Zug anhalten irgendwo und abladen. Dann kriegen wir richtig Kohle und dann klappt das, oder? Hier steht ja schon mal so eine richtig schöne blaue Zahl mit 1,1 Millionen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Oh, jetzt sind es nur noch 800.000. Ja, ich sehe schon. Ich glaube, das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.